Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 im Singleplayer der Elbtal. Ja, zum Start hier am Montag, dann werden wir unser Feld 34 auch selber düngen. Feld 35 hier drüben haben wir gerade abgeschlossen. Weil 34 ist ja nicht allzu groß, hier sehen wir schon, wir können ja einmal hoch und runter fahren. Und ja, da werden wir relativ schnell fertig sein. Feld 41 sind auch schon 20% gedroschen. Also der Drescher bunkert immer bisher in denselben Anhänger ab, wo er schon was abgeladen hat. Warum er jetzt nicht den anderen nimmt, weiß ich auch noch nicht. Aber den wird er sicher spätestens nehmen müssen, wenn der eine voll wird. Ja, und dann wird gleich unser Mulcher fertig werden. Da sind wir eigentlich ganz gut hier in unserem Zeitplan. Und dann müssen wir natürlich hier noch zu Feld 1, ne? Ja, abgeschlossen. Ja, und die 1 müssen wir dann noch düngen. Meine Arbeitsbreite nicht optimal ausgenutzt hier in der Kurve. Und noch weiter rüber. So, gucken wir mal, was wir Ansatz finden. Wie viel Prozent haben wir? 87. Er wird noch ein Stück haben wollen. Abgeschlossen. So, machen wir hier Linien aus und dann kann er sich nochmal Dünger holen und fährt zu Feld 1 und wir kümmern uns um den hier. Ne, ist eigentlich sofort fahren, oder?
Moment mal, warte gucken. Muss da eigentlich nach links rüber irgendwo hin, oder nicht? 55, ne, da hoch müssen wir nicht. Ja gut, können wir oben durch den Tunnel fahren. Werden wir natürlich reparieren. Es könnte Kalk gewesen sein, oder? War das Dünger? Weil der Kalkstreuer vermisse ich auch hier. So, dann tun wir mal den Mulcher reparieren. Da fährt ja noch. Aber das sieht schon mal gut aus. So, ist alles repariert? Nee, noch nicht. Ist noch nicht fertig. Da könnten wir mal gucken, wo der Kalkstreuer ist. Genau, der war einkaufen. Ach, der kommt jetzt erst, wird's noch mal teuer. Da waren die 6000 vor dem Kalk. Jetzt geben schon mal 10.000 rein, oder? So, er ist jetzt fertig. Und noch fast vergessen hier. Und Lohnzahlung 10 Uhr. Mein Mann.
Was ist jetzt oben mit Lektion? Soll er jetzt etwa den ersten Anhänger voll haben? Nee, das würde zu schnell gegangen sein. So, Feld 48. Soll er nicht weitergekommen sein? Möglich ist es. Mal wieder anschieben müssen, arm Kerl. Ach, macht der schon den Motor aus. Mann, Mann, man ist ja ungeduldig. Ich glaube, das wird dort noch steiler. So, theoretisch können wir Ihnen ja schon einen Kurs geben, ne? Wir machen ja drei Vorgewände. 45 Meter und 2x 18 Meter sind 36, also es muss schon funktionieren. So, drei Vorgewendebahnen, zuerst weich, 15% und 0,4. Hier vorne will er anfangen. Nur dort warten, bis er nochmal vorbeigekommen ist, der Kalksteuer. Sieht fast so aus. Boah, eigentlich muss es passen. Aber nicht Gras. Wir wollen hier hin. Gucken wir mal, wir machen. Ja, eins Weizen, eins Gerste, ne? Da ist der Kalender. Ja, ist hin wie her. Gerste ist eher erntereif. Für Weizen gibt es geringfügig mehr Geld. Machen Weizen. Aber wir gucken gleich nochmal was, weil könnte man nicht auch Roggen ansehen? Na, Roggen könnte man auch ansehen.
bringt Rocken so geldmäßig ein? Ne, wenn ich es drüber getickert schon, oder? Wechshausprodukte. Der Rock muss doch. Er muss doch eigentlich nach den Standardprodukten kommen. Salat. Hier unten steht er erst, okay. Ist genauso wie Weizen. Wir lassen es bei Weizen. Mit Nachtanken gucken wir mal, wie wir das machen. Ob wir es manuell dann machen oder wie weit Saatgut reicht. Lassen die erstmal vorbeifahren hier. Nicht, dass sie noch einen Haufen fahren. Schmeißt mir noch mal kalt drauf, ne? Gut, er will auch eine Stunde brauchen. Dann soll er die Zeit kriegen, ne? Ja, noch eine Dreiviertelstunde, aber wenn wir ihn anschieben müssen, dauert es auch länger. Weiß gar nicht, wir fährten dann weiter den Kurs ab. Eigentlich quer, ist nicht die dümmste Idee. Oh ne, er hat doch schon was abbekommen. Da will ich mir nicht gesagt haben. So, Feld 1. Nachschub brauche ich nicht, aber es wird gespeichert. Und dann soll das Ganze oben in der Liste stehen, oder? Ja. Tut es. Gucken, ob es was Neues gibt. Ich glaube ja fast nicht. Aber das können wir noch abschließen. Sehr erdfruchtlastig, ne? Also hier die Sorgemörse noch. Hm.
so wieder voll. Wie will er noch machen? Naja, 10%. Sind natürlich auch bei der ersten Vorgewendebahn die Prozentanzeige nicht so zu. Ja, 91%, also so richtig viel flügt er da jetzt nicht aktuell. So, aber er ist gleich fertig. Reicht der Kalk noch oder müssen wir nochmal los? Ah ne, es sieht gut aus, oder? So, passt. Kannst aufhören. Dann stellen wir jetzt hier einen 55. Dann holen wir Nachschub und lassen ihn dorthin fahren. Genau, ist richtig so, 55. Ja, die Dingo-Mission kriegt man auf alle Fälle noch fertig heute hier. Das natürlich nicht. Das kriegt man heute auch nicht fertig hier. Also immer noch nicht fertig mit seinen zweiten Vorgewendebahnen.
Er hätte man noch fast ansetzen können, wenn ihr hinten rumkorkt. Ja, gut. Na, wird's noch 100? Nee. Wir sind dort, sehen wir noch mal was machen hier drüben. Das gibt's aber nicht. Doch, abgeschlossen. Geht doch. Warum nicht gleich so? Gut, letzte Dünger-Mission vorerst. Und er kommt erstmal hier zum Hof zurück. Schafft man es diesmal oder bleibt man da stehen? Steht. Also brauchen wir doch dringend den Cursor mit Thorium Treasure. Das schafft er von Prozenten jetzt nicht mehr, oder? Nee. So, hier können wir abschließen. Gibt nichts Neues. Wir können höchstens überlegen, ob wir hier noch irgendwo eine Flugmission ergattern. Hier 53.000. Hier 57.000. Eigentlich könnten wir den doch nach der Mission weiterfliegen lassen, oder? Wir können auch mit den kleinen Treckern die Anhänger abfahren, das dauert ein bisschen länger. Hier fällt 60, Moment, mal gucken, wie die Felder aussehen. ...60 ist das hier, das kann eigentlich dadurch... Hier unten ist nicht so unmöglich sein. 60, die können wir ruhig noch annehmen. ...67 gibt es dann auch. Ja, also zwei nicht unbedingt, aber die eine können wir schon als nächste noch mitmachen. Hier. Gut, aber das werden wir auch erst dann morgen in der Folge sicherlich ansetzen können. Wie gesagt, heute wird nicht mehr fertig hier. Am Morgen können wir das dann sehen. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen dann hier am Dienstag 16 Uhr weiter. Bis dahin und tschüss.